Simone Feichtner war gestern zu Gast in der ZIP-Nacht. Sie hat die Initiative Sichere Bildung ins Leben gerufen. Die Hygieneregeln und Maßnahmen, die nun in den Schulen gelten, gehen ihr nicht weit genug. In der ZIP-Nacht ist sie gefragt worden, was sie denn so besorgt. Kinder und Familien haben im letzten Jahr sehr vieles geleistet und sehr viel Solidarität gezeigt, um die vulnerablen Gruppen zu schützen. Und diese vulnerablen Gruppen sind jetzt geschützt und diese Solidarität wünsche ich mir jetzt auch für die Kinder. Und vor allem haben auch die Kinder das Recht auf maximal möglichen Gesundheitsschutz. Wir wissen, dass auch Kinder sehr schwer an Covid erkranken können oder junge Leute und vor allem, dass auch Kinder von Long-Covid betroffen können, was natürlich besonders dramatisch ist. Das letzte Schuljahr war für alle Beteiligten sehr nervenaufreibend, sehr kräftezehrend und wir sind jetzt, ich glaube, da herrscht breiter Konsens, alle sehr froh, wenn jetzt wieder die Schulen beginnen, die Kinder wieder ein Stückchen Normalität bekommen. Aber eben wir fürchten, die Initiative Sichere Bildung fürchtet, dass die Maßnahmen nicht gut genug sind, um die Schulen jetzt wirklich dauerhaft offen zu lassen und dieses Ping-Pong-Spiel von offen, öffnen und schließen und Quarantäne und Schulschließungen wieder einfach zu beenden. Und dass wir einfach, es muss jetzt einfach möglich sein, kontinuierlichen Präsenzunterricht anzubieten. Und dafür ist Schuss wichtig. Sie sind auch Mutter. Was bräuchte es denn, damit Sie Ihr Kind mit einem guten Gefühl in die Schule geben können? Was sind konkret die Maßnahmen, die Sie von der Politik fordern? Wir brauchen einen Schutzschirm über die Schulen, der gut genug ist, Infektionen auf der einen Seite frühzeitig zu erkennen. Da ist dieses Projekt von der Kundmann-Gasse, das sind 10 Modellschulen, jetzt ausgerollt wurde, ein ganz, ganz tolles Projekt, das wirklich sehr, sehr viel Sicherheit gibt. Und der zweite Punkt wäre, in der Schule selber auch das Infektionsrisiko zu senken. Das gilt auch für Kindergärten und Volksschulen besonders, weil diese Altersgruppe noch länger nicht geimpft werden kann. Und da wäre es total wichtig, dass man die Aerosole einfach durch Luftfilter senkt und damit das Infektionsrisiko senkt. Ja. Sie haben schon angedeutet, die Schulöffnungen zum jetzigen Zeitpunkt, die begrüßen Sie? Ja, natürlich. Also mein Sohn ist sehr glücklich, hat heute einen neuen Sitzplatz bekommen. Alle sind happy und die Schule meines Sohnes ist auch eine der Schulen, der Gurgelschulen. Und ich habe jetzt seit einem Jahr das erste Mal meinen Sohn mit einem relativ guten Gewissen in die Schule geschickt, ohne großes Bauchweh, weil ich gewusst habe, alle seine Klassenkollegen, alle Lehrer sind frisch PCR getestet und dann jetzt dreimal in der Woche gurgeln. Und ich werde von meinen Mitstreitern bei der Initiative Sichere Bildung beneidet, dass das sind Lehrer und Mediziner und andere Eltern, dass mein Sohn dieses Privileg hat. Und vielen Dank an die Stadt Wien, dass sie dieses Projekt möglich machen. Und hier auch ein Appell, bitte warten Sie jetzt nicht bis im Herbst, um das auszurollen, sondern es hieß Großes, was es wolle, machen wir es doch gleich. Sagt Simone Feichtner zu den Sicherheitsvorkehrungen in den Schulen in der ZIP-Nacht.